Herzlich willkommen bei den anderen Nativen, einem kleinen Videobeitrag zu der Durchsetzungsinitiative. Ich erkläre euch jetzt gerade, warum ich dagegen bin. Und zwar, weil die Initiative unser System unterwandert und Gewaltentrennung verletzt. Unsere Direktdemokratie besteht aus einem Volk. Das Volk wählt die Legislative, nämlich den Ständerat und den Nationalrat. Die wiederum wählen den Bundesrat, die Exekutive und die Judikative, die Richter. Das ist ganz eine wichtige Sache, dass diese Gewalten und auch das Volk getrennt sind. Wir haben sozusagen vier Gewalten. Jetzt hat die SVP eine Ausschaffungsinitiative gemacht. Die ist hier in diesem Block gefüttert worden. Die haben darüber geredet und die haben einen Konsens gefunden. Und die haben gemerkt, es ist nicht okay, wenn man so Härtefälle nicht betrachtet. Und das haben sie dann zu dem Initiativtext dazugeführt und es ist ein Gesetz. Es soll ein Gesetz werden. Doch bevor das überhaupt in Kraft getreten ist, hat die SVP anstatt normalerweise ein Referendum ergriffen, haben sie gerade schon wieder eine neue Initiative gemacht, nämlich Durchsetzungsinitiative. Das ist eine schwierige Sache, weil die Durchsetzungsinitiative, die hat im Sinn, den ganzen Apparat da und eigentlich auch Gewaltentrennung zu hintergehen, weil sie will nämlich, dass das Volk die alleinige Gewalt ist und dass die Initiative da direkt am roten Pfeil entlang zu einem Gesetz wird. Das ist ganz eine schlimme Sache, weil wenn das ankommt, kennt zum Beispiel die nächste Initiative die Abschaffung von der romanischen Sprache sein. Oder? Dann würde eine Mehrheit vom Volk würde vielleicht sagen, ja, das kostet uns zu viel, oder? Sagt ja zu der Initiative und da kann niemand mehr etwas dran machen. Es wird direkt auch ein Gesetz werden. Das ist gar nicht gut. Es ist sehr wichtig, dass die Leute da alles schön abwägen und eben den Konsens finden. Das ist ein Herzstück von unserer Kultur. Oh, was habe ich da? Ein Fussel im Bauchnabel. Sogar der ist gegen Durchsetzungsinitiativen. Ciao zusammen.